Einen ganz schönen guten Morgen wünschen wir allen an diesem Sonntag und möge der Herr uns zusammen segnen. Der Psalmist sagt im Psalm 117: Lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Dies ist auch unsere Absicht am heutigen Allianz-Gottesdienst, dem Herrn zu loben und zu preisen und von des Herrn Gnade und Wahrheit zu schöpfen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist in unser Leben, Herr, dass du uns durchgeführt hast bis jetzt. Und wir können sagen, Vater, dass du der treue Hirte bist, Herr. Wir danken dir auch, Vater, dass du uns beschützt in diesem Leben, Herr, in allen unseren Gelegenheiten, die wir haben. Du hast uns so wunderbar schon geführt bis jetzt. Und wir danken dir auch, dass du in die Zukunft uns so wunderbar weiterführen wirst. Vater, wir möchten diesen Gottesdienst dir zur Ehre weihen. Und wir bitten auch, dass du deinen Segen uns schenken möchtest. Und wir bitten es im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Und jetzt möchte ich die Gesangbrücke der Clearbrook-Gemeinde einladen, um uns im Lobpreis anzuleiten. Jetzt sind wir ja schon so gut im neuen Jahr eingestiegen. Das Jahr 2023 ist schon eine Realität und Teil unseres Lebens. Und damit stellen wir fest, dass das Leben einfach weitergeht. Oder wenigstens solch einen Eindruck haben wir.
Ja, wir hören ja weiter von Inflation in Kanada und auf der ganzen Welt. Ja, der Krieg in der Ukraine wird weitergeführt mit den grausamen Konsequenzen, der die armen Menschen bringt. Ja, wir gehen einkaufen, treffen uns mit unserer Familie, mit unseren Freunden. Ja, und wenn wir die Möglichkeit haben, dann besuchen wir regelmäßig auch die Gottesdienste. Aber zur selben Zeit leben wir in einer Spannung. Es scheint, als ob alles einfach weitergeht, aber dann erscheint etwas Unerwartendes. Wie zum Beispiel die politische Situation in Brasilien über das Wochenende, wo politische Unruhe ausbrach. Ja, dies ist unsere Realität. So fragen wir uns, was sagt die Bibel darüber? Und gerade zu diesem Thema spricht Jesus in Matthäus 24 und 25. Das ist ja die Grundlage unserer Predigtserie in diesen Monaten. Und heute haben wir Missionar und Prediger Wolfgang Binder, der uns die Botschaft bringen wird. Wolfgang, er lebt oder wohnt in Lacombe, Alberta, und von da bringt er uns die Botschaft heute. So Gott segne dich, lieber Bruder. Letzten Sonntag haben wir von Kriegen und Erdbeben und von Hungersnoten gehört. Außerdem von Menschen, die sich als Messias ausgeben. Das bezeichnete Jesus als den Anfang, als die Geburtswehen. Heute betrachten wir die Fortsetzung, die Antwort Jesu auf eine der Fragen der Jünger. Unser heutiger Text ist Matthäus 24, Vers 9 bis 14. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Beginnen wir mit Vers 9. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Diese Ankündigung Jesu muss ja für die Jünger ein Schock gewesen sein. Sie hatten gehofft, mit Jesus zu regieren. Sie hatten gehofft, dass er sein Reich aufrichtet, sie von den Römern befreit und endlich als mächtiger Friedensfürst regiert, von dem wir Mennoniten jede Weihnachten singen. Jesus sagt ihnen hier nicht, was passieren könnte. Nein, es kann nicht nur passieren, er sagt, dass es passieren wird. Ihr werdet verhaftet werden, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet umgebracht werden. Die Ausleger sind sich ja nicht ganz einig, auf wann sich diese Prophezeiung bezieht. Darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Denn was Jesus hier erwähnt, haben die Jünger Jesu zu allen Zeiten erlebt. Die Prophezeiung hat sich, zumindest teilweise, schon in der ersten Generation erfüllt. Petrus und Johannes werden schon in Kapitel 5 der Apostelgeschichte verhaftet und später ausgepeitscht. In Kapitel 7 lesen wir von Stephanus, dem ersten Märtyrer, der gesteinigt wird. Und etwas später lässt König Herodes Jakobus enthaupten. Und wie viele durch Sauls Verfolgung ums Leben gekommen sind, wissen wir nicht einmal. Als Matthäus dieses Evangelium schrieb, war die Christenverfolgung schon im vollen Gange. In der Geschichte gab es immer wieder Zeiten, in denen die Verfolgung nachgelassen hat. Aber diese Ruhe war immer nur vorübergehend.
nur ein Beispiel von vielen aus Österreich. In Steyr, wo es seit über 60 Jahren eine Mennonitengemeinde gibt, wurden im Jahr 1397 zwischen 80 und 100 Männer und Frauen um ihres Glaubens willen lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das war also noch vor der Reformation durch Luther. Im letzten Jahrhundert sind mehr Menschen um Jesu willen getötet worden als in allen Jahrhunderten zuvor insgesamt. Und die Verfolgung von Christen nimmt weiter zu. Wie die Organisation Open Doors in ihrem letzten Jahresbericht geschrieben hat, herrscht derzeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Dass Kanada bisher noch keine derartige Verfolgung erlebt hat, kann uns in falscher Sicherheit wiegen. Das soll uns aber nicht Angst machen. Corrie ten Boom hat erzählt, dass sie als Mädchen zu ihrem Vater gesagt hat, dass sie nicht sicher ist, ob sie in einer Verfolgung standhaft bleiben kann. Daraufhin hat ihr Vater sie gefragt, wenn wir mit dem Zug fahren wollen, wann gebe ich dir das Geld für die Zugkarte? 3 Wochen vorher? Nein, natürlich nicht, hat sie gesagt, sondern erst am Bahnhof, wenn ich die Karte kaufen muss. So gibt Gott auch erst dann die Gnade zu leiden, wenn wir sie brauchen. So wie er zu Paulus gesagt hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Was in dieser Ankündigung Jesu aber noch nach wie vor nicht erfüllt ist, ist die Ausdehnung dieser Verfolgung. Christen werden auf der ganzen Welt gehasst werden. Das ist noch nie da gewesen. Als Paulus in Rom ankam, haben die führenden Juden der Stadt gesagt, wir haben erfahren, dass die Glaubensrichtung, zu der du gehörst, überall auf Widerspruch stößt. Überall. Aber damit wollten sie natürlich nicht sagen, dass das auf der ganzen Welt der Fall war, sondern eben nur dort, wo das Evangelium bis zu dem Zeitpunkt verkündigt worden war, in einem Großteil des Römischen Reichs. Heute wissen wir, dass Christen in Nordkorea gehasst und verfolgt werden oder in Eritrea oder in Afghanistan und in vielen anderen Ländern. Open Doors hat eine Liste von 76 Ländern, in denen es ein hohes bis sehr hohes Maß an Verfolgung und Diskriminierung gibt. Aber in Kanada oder in Deutschland? Aber selbst da sehen wir bereits Anzeichen einer kommenden Verfolgung und Diskriminierung, die schon deutlich erkennbar sind. Aber es kommt eine Zeit, wenn Christen in der ganzen Welt gehasst werden. In der Offenbarung können wir mehr darüber lesen. In den nächsten Versen, Verse 10 bis 12, zeigt Jesus seinen Jüngern die Auswirkungen dieser Verfolgungen. Er sagt, wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Viele deutsche Übersetzungen haben in Vers 10 vom Glauben abfallen oder sich abwenden. Diese Übersetzung ist natürlich nicht falsch, aber sie gibt vielleicht ein zu harmloses Bild. Denn nach einem Abwenden könnte man sich ja wieder hinwenden. Aber Matthäus verwendet hier einen viel stärkeren Ausdruck. Das Bild einer tödlichen Falle. Sie werden nicht nur abfallen, sondern sie werden gefangen werden. Im 2. Timotheusbrief erwähnt Paulus eine solche Falle des Teufels, in der Satan Menschen gefangen hat und für seine Absichten missbraucht. Wenn er dort in Kapitel 2, Vers 26 schreibt, was passiert, wenn Gott Menschen Gnade zur Umkehr gibt? Er schreibt, dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie in seinem Bann hielt, sodass sie seinen Willen taten.
das beschreibt, was hier in Matthäus 24 passiert. Das Ergebnis dieser Falle Satans sehen wir in Vers 10. Wenn viele nicht nur vom Glauben abfallen und die Welt liebgewinnen, wie zum Beispiel ein Demas, und dann dem Christen gegenüber vielleicht neutral oder gleichgültig bleiben, sondern sie werden zu Verrätern und werden Christen an die Verfolger ausliefern. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, ob wir nicht alle in der Gefahr stehen, vom Glauben abzufallen, wenn Verfolgung kommt. Wer von uns könnte sicher sein, dass wir in einer solchen Verfolgung standhaft bleiben und uns nicht abwenden? Wenn ich mich selbst anschaue, dann muss ich sagen, es wäre vermessen für mich zu sagen, das könnte mir nicht passieren. Und ich wage zu behaupten, dass sich wohl auch vielleicht niemand von euch so sicher sein könnte. So wie Paulus in 1. Korinther 10 schreibt, deshalb seid vorsichtig, gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Aber können wir trotzdem unserer Rettung sicher sein? Jesus erzählt uns dazu ein hilfreiches Gleichnis. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das er dann auch für seine Jünger auslegt. Die Saat auf dem felsigen Boden entspricht Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Aber weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Und wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Das heißt, die Schwierigkeiten und die Verfolgung bringen also ans Licht, was für ein Glaube das gewesen ist, um was für einen Glauben es sich bei diesen Menschen handelt. So wie in unserem Text in Matthäus 24. Nur in dem Gleichnis, die Menschen auf dem guten Boden entsprechen, bringen Frucht, die beweist, dass ihr Glaube echt ist. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, beschreibt er Menschen, die abgefallen sind. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt. Und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Er meint damit natürlich nicht Christen, die unsere Gemeinde verlassen haben und zu einer anderen Gemeinde gewechselt haben, sondern solche, die sich als Christen ausgegeben haben und in Wirklichkeit keine gewesen sind, so wie die vielen in unserem heutigen Text, die sich dann als Feinde des Kreuzes entpuppt haben, die Christen hassen und an Verfolger ausliefern und verraten. Jesus erwähnt zwei Gründe für diesen Abfall vom Glauben. Zuerst die Verfolgung in Vers 9 und dann die falschen Propheten in Vers 11. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Vor falschen Propheten hat Jesus seine Jünger ja schon früher gewarnt. Gegen Ende der Bergpredigt sagt er, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Hier wird deutlich, dass es bei den falschen Propheten nicht nur um ein wenig falsche Theologie ging. Bei reißenden Wölfen geht es um Leben und Tod. Sie, diese falschen Propheten, werden viele in die Irre führen. Das Ergebnis davon ist dann, dass die Gesetzlosigkeit zunehmen wird. Wie wir in Vers 12 lesen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen. Bei Gesetzlosigkeit geht es nicht nur um einzelne böse Taten oder Verbrechen, sondern um einen ganzen Lebensstil außerhalb des Gesetzes Gottes. Im Gegensatz zu Gottes Standard für ein Gott wohlgefälliges Leben. Jesus hat diese Gesetzlosigkeit schon bei den frommen Pharisäern gesehen,
wenn er zu ihnen sagt, nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Äußerlich haben sie alle Gesetze bis ins Kleinste gehalten. Sie haben sogar den Zehnten von Kräutern gegeben. Aber Jesus sah ihr Herz voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Etwas über 20 Jahre später weist Paulus die Thessalonicher darauf hin, dass die Gesetzlosigkeit nicht erst in der Endzeit ein Problem sein wird. Wenn er schreibt, die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit ist schon am Werk. Das wird so bleiben, bis der, der sie noch zurückhält, aus dem Weg ist. Die Gesetzlosigkeit ist schon am Werk und das wird so bleiben. Das heißt, das gilt auch für unsere Situation heute. Es ist so geblieben. Noch ist es eine geheime Kraft der Gesetzlosigkeit, wie Paulus es nennt, die am Werk ist. Aber dass sie am Werk ist, können wir deutlich sehen. Denken wir nur ein paar Jahrzehnte zurück. Wurde damals nicht Abtreibung von der großen Mehrheit als etwas Schlechtes gesehen? In Kanada war Abtreibung sogar bis im Jahr 1969 illegal. Dann wurde Abtreibung erlaubt. Aber selbst dann, nur dann, wenn eine weitere Schwangerschaft die Gesundheit oder das Leben der Mutter in Gefahr brachte. Und das musste sogar von einem Komitee von Ärzten bestätigt werden. Aber dann, knappe 20 Jahre später, seit 1988, gibt es keine Einschränkungen mehr. Abtreibung ist ein Menschenrecht geworden und wird von der großen Mehrheit der Bevölkerung als etwas Positives gesehen. Selbst 14-jährige Mädchen können in Kanada ohne Erlaubnis der Eltern abtreiben. Oder denken wir an Homosexualität. Als 1991 NBC in den USA zum ersten Mal einen lesbischen Kuss im Fernsehen zeigte, haben einige große Firmen ihre Werbung bei diesem Sender eingestellt. Heute bemühen sich mehr und mehr Firmen, Homosexualität in ihren Werbungen zu zeigen und einzubauen. Wir sehen also deutlich die Entwicklung, wie die Gesetzlosigkeit zugenommen hat. Und das sind ja nur zwei Beispiele, denen wir weitere hinzufügen könnten. Wir erleben das, was Jesaja so beschreibt. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis. Die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Das ist, was Gesetzlosigkeit mit sich bringt. Alle moralischen Normen werden auf den Kopf gestellt. Vieles davon passiert unter dem Deckmantel einer falsch verstandenen Liebe. Wie mich zum Beispiel ein Mädchen neulich gefragt hat, was ist falsch daran, wenn ein Mädchen liebt? Denn wenn doch Gott Liebe predigt, hat sie gesagt. Ja, daran ist natürlich nichts falsch. Wenn das Mädchen dieses Mädchen genauso liebt wie ihre Mutter oder ihre Nachbarin oder wie alle anderen Mädchen. Aber offensichtlich meinte sie eine andere Liebe, die Gott eben nicht predigt, wie sie sagte, sondern die Gott ausdrücklich verbietet und abscheulich nennt. Unsere Gesellschaft redet viel von Liebe. Aber meistens von einer Liebe, die leider auch von manchen Christen falsch verstanden wird. Jesus sagt im Zusammenhang mit der Gesetzlosigkeit in unserem Text, dass die echte Liebe bei vielen erkalten wird. Das ist die logische Folge. Wenn es kein Gesetz gibt, das unser Zusammenleben regelt, dann denkt jeder zuerst an sich. Am deutlichsten sieht man das vielleicht bei einer Abtreibung ohne medizinischen Grund. Da geht es nur um egoistische Gründe der Mutter oder der Eltern.
aber es geht nicht um das Wohlergehen des Kindes. Erschreckend in diesem Abschnitt bis jetzt ist das Wort viele. Viermal sagt Jesus in diesen drei Versen, dass es viele sein werden. Viele werden abfallen, viele falsche Propheten werden auftreten und sie werden viele verführen und schließlich wird die Liebe in vielen erkalten. Hier übersetzen sogar einige statt viele bei den meisten. Und das könnte in diesem Fall vielleicht sogar die bessere Übersetzung sein. Nach der erschreckenden Ankündigung in Vers 9 und den fürchterlichen Auswirkungen in den Versen 10 bis 12, die wir zum Teil schon beobachten können, gibt Jesus einen positiven Ausblick. Vers 13: Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Trotz schrecklicher Verfolgungen werden auch dann noch Menschen gerettet. Das können wir ja auch jetzt in den Ländern sehen, wo die Verfolgung am schlimmsten ist. Die Gemeinde Jesu wächst dort oft schneller als bei uns. Aber die Bedingung, bis zum Ende standhaft zu bleiben, die macht manchen Christen Angst. Die Zeugen Jehovas zitieren diesen Vers praktisch immer, wenn man sie fragt, ob sie sich ihrer Rettung sicher sind. Ja, das können sie erst sagen am Ende, wenn sie standhaft geblieben sind. Und ich fürchte, dass sich auch aufgrund dieses Verses manche Mennoniten nicht ihrer Rettung sicher sind. Aber wie so oft ist der Kontext dieses Verses entscheidend. In Vers 3 haben ja die Jünger gefragt, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Nicht für das Ende ihres Lebens, sondern für das Ende der Welt oder besser das Ende des Zeitalters. Und vielleicht ein zweites Missverständnis scheint zu sein, dass unsere Rettung davon abhängt, ob wir es schaffen, bis zum Ende standhaft zu sein. Ich denke, wir würden es aus eigener Kraft nicht schaffen. Aber Jesus ist nicht nur der Anfänger unseres Glaubens, sondern auch der Vollender, wie es in Hebräer 12, Vers 2 heißt. Und in Philipper 1, Vers 6 versichert Paulus den Christen in Philippi, dass Gott das gute Werk, das er in ihnen angefangen hat, auch weiterführen und an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Jesus hat es angefangen, er wird es vollenden. Oder wie Paulus den Korinthern schreibt, er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben und das Ziel zu erreichen. Wenn Christus dann zum Gericht kommt, wird euch niemand anklagen können. Jesus hat es versprochen, dass er uns festhält, dass er uns die Kraft gibt und dass wir das Ziel erreichen. Jesus hat unsere Rettung bewirkt und er wird sie vollenden. Und zum Schluss unseres Abschnittes gibt Jesus noch einen zweiten Ausblick in Vers 14. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Hier erwähnt Jesus noch einmal das Ende. Und hier ist eindeutig nicht das Ende unseres Lebens gemeint, was wieder ein klarer Hinweis ist, dass auch in Vers 13 nicht vom Ende des Lebens die Rede ist. Dieser Vers scheint aber auch manchmal missverstanden zu werden. Als Mitarbeiter der Wycliffe Bibelübersetzer in Österreich habe ich oft Vorträge über die Dringlichkeit der Bibelübersetzung gehalten, weil es immer noch über oder rund 1700 Völker gibt, die keinen einzigen Vers der Bibel in ihrer Sprache haben. Und daraufhin kam dann oft die Frage, ob Jesus also noch gar nicht kommen kann, weil ja noch nicht alle Völker die Botschaft vom Reich Gottes gehört haben. Wirklich muss erst den Job beenden und dann kann Jesus erst wiederkommen. Hier wird
also das Ende, von dem Jesus hier spricht, mit der Entrückung oder dem zweiten Kommen Jesu gleichgestellt. Aber damit hätten wir ein neues Problem. Wir wüssten also, dass Jesus noch nicht kommen kann. Dann hätte Paulus Jesu Wiederkunft falsch verstanden. Denn er sprach davon, dass Jesus zu seinen Lebzeiten kommen könnte. An die Thessalonicher schreibt er, was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Er ging davon aus, Jesus könnte zu seinen Lebzeiten wiederkommen. Und ein paar Verse weiter, im nächsten Kapitel schreibt er, ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Den Vergleich mit einem Dieb in der Nacht verwendet ja Jesus auch in unserem Kapitel, in einem späteren Abschnitt, den Johannes Stolz im Februar betrachten wird. Dort sagt Jesus, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wenn wir also nicht wissen können, wann er kommt, dann können wir auch nicht wissen, wann er nicht kommt. Wir können also nie sagen, Jesus kann noch nicht kommen. Nein, er kann heute wiederkommen. Er könnte wiederkommen, ehe dieser Gottesdienst zu Ende ist. Deshalb sollen wir wachsam und jederzeit bereit sein, wie Jesus zwei Verse später sagt. Denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Wir warten also auf Jesu Wiederkunft, aber wir warten nicht untätig. Denn Petrus nennt uns einen Grund, warum Jesus noch nicht gekommen ist. In seinem zweiten Brief schreibt er, der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Und im nächsten Vers greift er auch das Bild des Diebes auf. Der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Jesus ist also noch nicht gekommen, weil er noch Menschen retten will. Das kann unser Nachbar sein, dem wir vielleicht das Evangelium erklären sollten. Oder es sind Menschen aus einem Volk in Indonesien, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und weil es eben noch solche Völker gibt, bitten wir den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet, so wie Jesus es seinen Jüngern befohlen hat. Unser Warten auf Jesu Wiederkunft ist also nicht untätig. Wir bewahren unser Pfund nicht in einem Tuch auf, wie der dritte Diener in Jesu Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, sondern tun, was der König in dem Gleichnis in Lukas 19 vor seiner Abreise gesagt hat. Arbeitet damit mit diesen Pfunden, bis ich wiederkomme. Die Endzeit Jesu, Rede Jesu und viele Ereignisse in den letzten Jahren könnten einem Angst machen. Aber im Lukas-Evangelium schließt Jesus seine Ausführungen über das Ende des Zeitalters mit dieser Ermutigung. Wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich. Mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. So egal, was dieses noch so junge Jahr bringen wird, wünsche ich uns allen diese Zuversicht, diesen festen Blick und das erhobene Haupt, weil unsere Rettung kurz bevorsteht. Amen. Yeah.
Vielen Dank, Bruder Wolfgang, für die Botschaft. Ja, unsere Seligkeit ist heute einen Tag näher und wir stehen unter Gottes Führung und Schutz. Und jetzt empfängt den Segen. Und der Segen, der kommt heute aus Römer Kapitel 16, die letzten Verse, wo es heißt: Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbar ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. So dem Gott, der allen alleinweise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Bis nächsten Sonntag, Gott mit euch.